Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in einem Part War und ihr seht schon, wir sind direkt in der Schlacht um Harpes. Wir holen hier direkt mal unsere Einheiten rein und wir können auch sehen, die haben hier ihren Hauptsitz. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir hier eine Menge an... Autsch hatten die hier. Greift das bitte hier an. Yep. Einer von euch hier rein. Greift den hier an. Na los, Angriff. Und ihr setzt euch hier rein. Der Verletzte von euch geht mir hier rauf, dass wir das haben. Und ihr beiden repariert die bitte. Ihr geht auch hier lang. Wir haben kein Geld, um irgendwas hier aufzubauen. Könnt ihr das da jetzt mal vernichten, den Anti-Infanterieturm? Danke, lasst euch hier reparieren. Und dann müssen wir langsam aber sicher hier runtergehen. Die gehen hier runter, dass wir einen weiteren Punkt haben, dass wir unsere Artillerie reinholen können. Eine eigene Flugeinheit vielleicht. Vielleicht noch ein Heavy Recovery Vehicle. Wir müssen aufpassen, dass der nicht zu viel verliert. Da ist Infanterie, das ist gut. Die sind gut gegen Infanterie und ich glaube, die haben nur Infanterieeinheiten. Zumindest nur Infanterieeinheiten, die hier gekauft haben. Aus den Fabriken hier werden auch andere Fahrzeuge kommen. Und aus deren Hauptsitz, den die hier ja haben, wird definitiv... Oh, interessant. Wird definitiv auch die ein oder andere Flugeinheit kommen. Du hier, ist sie schon hier? Die ist schon hier. Das ist nicht gut. Einer von euch hier lang. Hier runter. Da ist die Flugeinheit. Aber wir haben ja unsere Reparierer hier. Die dürften ein bisschen was helfen. Die werden nur nicht ausreichen. Ihr kommt jetzt alle mal hier runter. Das ist aber ganz gut, den haben wir erstmal in die Flucht geschlagen. Nehmt euch die Infanterieeinheiten hier. Okay, die Landezone werden wir jetzt relativ schnell... verlieren. Wir nehmen auf jeden Fall die Artillerie hier rein. Und ich glaube noch einen Reparierer. Dass da jetzt ein Antifahrzeugturm ist, ist nicht gut. Ihr müsst die ganze Infanterie hier abwehren. Meine Infanterie das einigermaßen hinkriegt. Du bist wahrscheinlich vernichtet. Kommst ein Stück. Okay, das ist erledigt. Das heißt, die Artillerie kann hier ein Stück abhauen. Ihr seid jetzt alle die zweite Gruppe. Der überlebt interessanterweise noch irgendwie. Und die können dem noch guten Schaden machen. Das ist ganz gut. Kriegt ihr das in irgendeiner Art und Weise hin, die Infanterie hier zu vernichten? Angriff. Ah, die sind vernichtet. Schade. Also wahrscheinlich werden wir unsere Infanterieeinheiten hier verlieren. Aber die sind, glaube ich, nur 125 Credits oder so, meine Army Trooper. Das geht einigermaßen. Nehmt euch den Antifahrzeugturm hier drüben. Dass der Reinforcement Point da oben jetzt nicht mehr unser ist, ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Lass uns mal gucken, wie es hier aussieht. Ja, dass hier das noch alles sichtbar ist, ist gut. Aber gut, ihr werdet euch in Deckung setzen und ihn beschützen. Die komplette Infanterie beschützt den jetzt. Damit wir hier ein bisschen... Okay, wenn die hier ankommen, ist das auch nicht gut. Aber ich würde ganz gerne den Punkt da wieder haben. Hätte auch gerne mehr als 7 Einheiten hier drin, aber... Harpes ist halt einfach ein extrem wichtiger Planet für uns, deswegen hier müssen wir irgendwie durch. Auch wenn die Schlacht relativ lange dauert und hart wird und wir potenziell Einheiten verlieren. Die Artillerie dürfen wir auf gar keinen Fall, die ist mega teuer. Mega teuer und extrem wichtig für unser Gewinnen hier. Aber unsere hier reparieren nie ganz gut. Und unendlich viele Einheiten kriegen die halt auch einfach nicht, ne? Dadurch, dass hier deren Hauptsitz ist, kriegen sie leider ein paar mehr, als mir lieb wäre, aber... Oh, die Wegfindungs-KI dieser Juggernauts ist grauenhaft.
Die hocken da immer noch ineinander. Wieso? As you wish. I copy. Blow them away. Reporting. Sehr enthusiastisch. Yes, fällt mir ganz gut. Jetzt gehen sie da oben hin, sollen sie machen. Da ist deren... der hat volle Leben. Entweder der hat sich repariert oder die haben einfach eine neue gekriegt. Lass uns den Rana Armored Personnel Carrier hier von... das wollte ich nicht. Der eine geht ein Stück weg. Wisst ihr was? Ihr seid doch Crusher, oder? Ihr seid Crusher, sehr gut. Das macht mit der Infanterie hier noch ein Stückchen einfacher. Du kommst gerne auch hier lang. Nehmen wir diesen Fire Dragon Tank. Die Flugeinheit macht mir Angst. Das sind wirklich verdammt viele Einheiten. Die Sache ist, ich könnte jetzt fliehen und einfach darauf setzen, dass ich eine Menge an Infanterie schon vernichtet habe und dann einfacher durchkomme. Aber dadurch, dass die hier auch deren Hauptsitz haben, ist es ja nicht nur die Infanterie, es sind ja auch die ganzen Fahrzeuge. Und die ganzen Fahrzeuge, die ich jetzt vernichtet habe, würden einfach respawnen beim nächsten Mal dann. Lasst uns mal kurz gucken. Da kriegen die 6 Water Dragons raus. Hier 9 Fire Dragons insgesamt. Das ist nicht zu fassen. Das nervt. Diese Water Dragons, das sind die hier. Davon haben sie von der einen zumindest 6. Jetzt machen sie aber auch gerade nichts mehr. Das ist gar nicht schlecht. Hier kriegen sie auch noch ein paar Fire Dragons raus. Hier kriegen sie Water und Fire Dragons, also ja, müssen wir schauen. Oh, die Flugeinheit, das ist gefährlich. Du darfst gerne hier drüben mal crushen. Angriff. Ihr dürft auf jeden Fall ein Stückchen näher hier lang kommen. Greift den an, in der Hoffnung, den zu vernichten. Oh, da haben sie einen Antifahrzeugturm gebaut. Ebenfalls interessant. Aber noch geht es einigermaßen, was deren Aggression auch angeht. Wie gesagt, aus der einen Fabrik kriegen die dann 9 von, aus den anderen Häusern. Ja, jetzt können wir da oben nicht mehr hinfeuern, weil das Abandoned Sensor Array weg ist. Ich sitze natürlich jetzt hier sehr und tanke so ein bisschen. Oh, das ist jetzt nicht gut von da oben. Jetzt kommen sie von allen Seiten. Kommt ein Stück runter. Kommt einfach ein Stück runter. Reparieren sich noch alle gegenseitig. Das ist sehr gut. Nehmt den Water Dragon Tank. Den könnt ihr schnell besiegen, auch wenn der relativ schwach ist. Die heilen sich noch alle gegenseitig. Sehr nett. Kommt doch jetzt ein Stück runter, Mann. Ihr seid da sonst nicht im Deckungsbereich. Mit den Rana Armored Personnel Carrier. Dem einen Juggernaut geht es nicht gut. Er wird geheilt, aber relativ langsam. Die Infanterie hier weg, dann den nächsten Rana Armored Personnel Carrier. Ich nehme einen von denen hier rüber. Wie gesagt, unendlich können die nicht haben. Ich kann mich aber unendlich heilen. Oder reparieren, eher gesagt. Nimm dir den, der ist gefährlicher. Oh, vielleicht müssen wir gleich fliehen. Noch haben wir ein relatives Equilibrium erreicht, was die Leben unserer Einheiten angeht. Solange die nicht mit mehr gleichzeitig kommen. Das neigt mich jetzt das Flugteil da. Wir haben noch 2 Infanterieeinheiten. Das ist nicht mehr viel. Wenn wir keinen Reinforcement Point mehr haben, können wir auch nicht fliehen. Das wäre extrem gefährlich. Der haut jetzt wieder ab, das ist klar. Irgendwann müssen wir den jagen, aber erst wenn es weniger Feinde hier gibt. Wartet mal. Damit wir die Infanterieeinheiten hier nicht verlieren, packe ich die in 2 verschiedene Juggernauts. Was ist mit dir? Der hat schon ein bisschen Leben verloren. Hier unten kommt noch Infanterie. Hier, aber das ist, glaube ich, jetzt mehr aus den Bunkern, die gebaut haben müssen. Jetzt geht mal bitte diese Flugeinheit einmal jagen, dass die zumindest wenigstens verjagt wird. Nehmt euch den Fire Dragon hier drauf.
Langsam wird es weniger, was mich doch sehr freut. Frage, ob wir gleich in die Offensive gehen könnten, wobei jetzt wird es wieder mehr. Der hat schon ordentlich Schaden genommen. Lasst uns mal gucken, ob hier wieder neue Einheiten irgendwo rauskommen. Ja, natürlich, der nächste Fire Dragon Tank. Das sind die Water Dragons. Von denen dürften aber nicht mehr so mega viele kommen. Dann geht mal hier drauf einmal. Auf den Runner Armored Personnel Carrier, dann auf den nächsten. Dass die Infanterie hier aber auch Schilder hat, ne? Das ist echt nervig. Komm schon, das muss doch langsam weniger werden. Einmal hier rüber. Okay, die Flugeinheit ist jetzt gerade nicht mehr da. Wieder zurück. Hört auf, diesen Reinforcement Point mir hier zu klauen. Oder klauen zu wollen, wie auch immer wir es nennen wollen. Was ist mit der Flugeinheit da drüben? Dass die immer weggeht, bis die wieder ihre Schilder hat, ne? Das ist mehr als nervig. Einmal wieder zurück. Wir haben noch nicht mal irgendwo einen Turbolaserturm gesehen, der uns Probleme machen könnte. Alter! Oh, 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 oh. Die sind nicht gut, die sind nicht gut. Du musst jetzt mal da lang, du musst jetzt mal da lang. Die, oh, von hier unten auch. Jetzt haben sie hier aber ihre Einheiten gesammelt. Nicht nett, nicht nett. Geht hier drauf, ihr alle auch. Euer Feuer konzentrieren auf eine Einheit. Vernichtet den, der darf nicht. Jawohl, jawohl. Ihr alle hier drauf. Sehr gut. Water Dragon. Auf den Water Dragon. Ihr müsst euch ein bisschen mehr zusammenstellen, damit ihr euch alle gegenseitig reparieren könnt. Die Leben sind niedrig, aber wir kriegen einen nach dem anderen vernichtet. Das ist das Wichtigste. Und wir halten uns noch einigermaßen repariert. Das ist gut. Die Infanterie kann nicht mehr so viel Schaden machen. Die Flugeinheit macht mir Angst. Da kommt natürlich der nächste Fire Dragon Tank. Kommt die Infanterie hier vernichten, bitte. Und er hat sich wieder repariert. Irgendwo müssen die eine Repair Station hier haben. Aber ich fühle mich auch nicht sicher genug mit dem Leben, die meine Juggernauts haben. Dass ich hier jetzt sagen könnte, okay, wir gehen wieder in die Offensive. Aber es gerade ist es nur mehr Infanterie. Ich hätte es nicht sagen sollen. Da ist der nächste Fire Dragon. Immerhin, meine Artillerie haut da ganz gut drauf. Schon. Schon Angriff. Und dann jetzt mal einmal das Teil in die Flucht schlagen. Da hat mich jetzt schon keine Schilde mehr. Dann haut er wieder ab. Und dann haben wir ein bisschen Ruhe, bis die Schilde wieder da sind. Und können hoffentlich uns halbwegs raufheilen. Nein, natürlich nicht. Schon ist er wieder da. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Jetzt wird es gerade wieder etwas weniger. Wie gesagt, unendlich viel können sie nicht haben. Wir können aber leider gerade auch nicht wissen, wie viel sie noch haben. Okay, viel genug. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber sie werden vernichtet. Ah, der hat auch nur noch Hälfte Leben. Nehmt euch den Water Dragon, den anderen Water Dragon, den Fire Dragon. Sehr schön, der nächste Fire Dragon. Aber das Gefühl, langsam, aber sicher müsste es mit den Fire Dragons zu Ende gehen. Volle Leben und es ist so ruhig gerade. Hier ist ein Antifahrzeugturm. Vielleicht haben sie jetzt auch einfach keine Infanterie mehr aus ihren Bunkern. Das ist gut möglich. Lass uns erstmal kurz hier oben gucken. Okay. Zurück, zurück, zurück. Da ist noch... Da sind noch Fahrzeuge. Ist nicht so, dass sie keine mehr hätten. Lass uns mal kurz gucken. Sind hier unten irgendwo Fahrzeuge? Nein. Oh. Dafür ist da noch, aber den haben wir nicht gekriegt. Interessant. Das Vork Gunship hier nochmal angreifen. Oh, dass das nicht vernichtet ist, ne? Und es wird auch respawnen, ist das Problem. Okay, da kommen doch noch ein paar Infanterieeinheiten.
Interessant. War das jetzt eine Strategie von denen, mich rauszulocken, dass die nicht angegriffen haben? Ich bin mir, um ehrlich zu sein, nicht... Jawohl, das ist Schrott. Vielleicht hatten wir das erste auch schon vernichtet und das war das zweite, ich glaube es aber nicht. Aber das Warg Gunship ist... eine Menge. Okay, nehmt euch erst die hier. Solange es nur die beiden sind, kriegt ihr das hoffentlich hin. Oder auch nicht. Was ist da los? Abhauen, abhauen, abhauen. Ich will den Helden nicht verlieren. Ich will den Helden auf gar keinen Fall verlieren. Das war mehr als knapp. Die haben da auf jeden Fall eine Repair Station. Ja. This way. Over there. Das ist gut zu wissen. Hier ist auch ein bisschen was an Infanterie. Destination set. Immerhin habe ich das vernichtet. Oh, da ist das Warg Gunship, das zweite, was ich angekündigt hatte, aber der ist nah genug, dass wir den vernichtet kriegen. Jawohl. Den Rana Armor Personnel Carrier, dass der nicht zu seinem Reparaturturm gehen kann. Perfekt, damit haben wir die beiden auch, das ist gut. Einmal kurz reparieren und damit haben wir es, glaube ich. Ich glaube und hoffe, dass es das war. Nein, natürlich noch ein Runner, Armored Personnel Carrier. Anti-Infanterieturm vernichten. Anti-Schadensturm vernichten. Und dann einmal kurz hier Einheiten rausholen, dass wir das einnehmen können. Dass wir wissen, falls die wieder hier ankommen. Einheiten da rein. Oh mein Gott, wir sind so kurz davor. Wir sind so kurz davor, uns Harpes zu holen. Und dann geben wir den Planeten nicht mehr her. Natürlich holen sie sich diesen Reinforcement. Oh Gott. Vernichten, die dürfen auf jeden Fall keinen Bunker mehr bauen. Auf dem Reinforcement Point. Aber jetzt sind wir auch volle Leben. Jetzt müssen wir nicht unbedingt wieder abhauen. Hier irgendwo wird ein Turbolaserturm sein, auf den wir aufpassen müssen. Aber wir gehen jetzt ganz explizit hier oben rum. Hier irgendwo ist er, glaube ich. Da ist er. Oh, das war gut. Das war sehr gut. Ganz explizit. Oh, hier haben sie gar keinen. Interessant. Damit wir hier gleich gucken können. Da ist der nächste Turbolaserturm. Angriff, Angriff, Angriff. Komm, 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 komm. Sehr schön. Und dann nah genug hier ranfahren, dass der euch nicht treffen kann. Oh, oh. Wir haben noch einen Runner Armored Personnel Carrier. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und da ist ein Anti-Infanterieturm. Aber damit müssen wir uns keine Sorgen mehr um die Turbolaserturme machen. Wartet, wartet, wartet. Nicht, dass die hier doch nochmal irgendwie Einheiten absetzen, Bunker holen, was auch immer. Dann lassen wir uns jetzt erstmal unsere Einheiten reparieren. Oh mein Gott, und wir haben jetzt eine Landezone. Das heißt, wir können hier eine Flugeinheit nochmal holen, den holen. Ich muss natürlich trotzdem aufpassen, dass niemand davon vernichtet wird. Oh, Antifahrzeug. Ich sage es und gehe ein Risiko ein. Dumm von mir, aber gut. Kommt hier lang. Einmal gucken, was hier ist. Keine Fahrzeuge, gar nichts. Eieieiei. Und damit müsste Harpes uns gehören. Oh, da unten war noch irgendwo eine Einheit. Interessant. Das ist ein Anti-Infanterieturm. Wartet mal, ist hier irgendwo ein Antifahrzeugturm, den ich nicht gesehen habe? Warum verlieren die so viel Leben? Da ist nur ein Anti-Infanterieturm, aber die beiden hier schicke ich definitiv wieder zurück, das ist mir zu heiß. Ah, da ist ein Antifahrzeugturm, vielleicht sind sie dem zum Opfer gefallen, das ist gut möglich. Du lässt die mal raus. Ist der Turbolaserturm, der ist mir ziemlich egal. Greift hier an. Wir sind so kurz davor. Wir sind so kurz davor zu gewinnen. Warum gehen die nicht kaputt? Hier könnten noch Antifahrzeugtürme sein, wie der da. Interessant. Anti-Infanterie, zwei Stück. Das ist mir auch erstmal egal. Nochmal Anti-Infanterie. Und damit jetzt... Oh, komm schon. Vernichtet den. Sehr schön, vernichtet das. Hier zusammen vielleicht mal hier lang. Wir machen es langsam, aber dass wir da auch
langkommen. Da ist nix. Ist hier was? Anti-Infanterie. Okay, das ist ziemlich egal. Und Bagdad-Tank. Das ist gut. Und damit haben wir es geschafft. War das ein knappes Ding. Ein-, zweimal hätten wir fast unsere Einheit hier verloren. Komm schon. Der Hape und Palace muss jetzt hier einfach vernichtet sein. Sehr gut. Und dann hier drüben aufs Galney House Land Title. Damit haben wir die Schlacht von Harpes gewonnen? Nein! Oh mein Gott, wo sind noch welche? Wo sind noch welche? Irgendwo treiben die sich noch rum. Hier oben nicht? Wo könnten denn noch welche sein? Transport hier. Transport ready. Euch schicke ich auf jeden Fall erstmal hier lang, das ist mir zu heiß. Die Landezone gehört uns. Nehmen wir ihn nochmal kurz. Du kannst mal gucken. Hier haben sich manchmal noch welche rumgetrieben. Oh mein Gott, hier. Eine Infanterieeinheit noch. Überfahrt sie einfach. Jawohl, Harpes gehört uns. Endlich. Damit haben wir Harpes und damit können wir auch hier einen Moff-Palast holen. Und Lentilius und Bimisari wird jetzt angegriffen. Bimisari ist klar, aber Lentilius... Oh, bei Truba ist hier auch. Interessant, da können wir einfach fliehen. Und danach würde ich die Flotte wahrscheinlich noch Lentilius holen und dann mal gucken, dass wir unsere Bodeneinheiten auf Galenor und Truba aufteilen. Und dann gucken, dass wir vielleicht Komenor kriegen, damit Relifon nicht mehr in Gefahr ist. Das wäre so meine mittelfristigen Pläne. Mal gucken, ob das in irgendeiner Art und Weise hinhaut oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Die Sache ist, vielleicht müssen wir, aber es ist, glaube ich, ein Sternzerstörer, ne? Ich glaube nicht, dass die Local Garrison den Sternzerstörer weghauen kann. Schön wäre es, aber ich bezweifle das, um ehrlich zu sein. Nehmen wir die mal zurück. Wir fliehen die auch, aber wie viele Schilde sind das? 5-3 Schilde, 5-2 Hülle, das ist, glaube ich, ähnlich. Oh Gott, ne, 8000. Ne, das müssen wir gar nicht erst so lange ausspielen. Auch mit den Bombern, da haben wir keine Chance, das in irgendeiner Art und Weise, selbst mit ganz, ganz starkem Micromanagement, ist das einfach nicht drin. Pause, meine Güte. Ihr fliegt nach Truba und danach nach Tirifon, damit wir uns um Lentilius kümmern können und da keine Bodenschlacht passieren wird, denke ich mir zumindest. Und dann müssen wir mit dem Infrastructure Score gucken. Das hier müsste dann auf plus 19 raufgehen, dann hier plus 21 und wir werden 22 verlieren, dann wären wir minus 1 und würden ins Minus reinkommen. Müssten wir gucken, dass wir relativ schnell einfach ein Gebäude bauen, was noch zum Normalpreis ist, bevor die hohe Bepreisung kommt. Dann könnten wir das hinkriegen. Der Sternzerstörer darf ruhig vernichtet werden, finde ich. Kosh, Treuten. Ist das Terran Rogris? Und wer bist du? Thurban. Aus welcher Geschichte auch immer der kommt. Nee, das ist Garrick Trier. Haben wir Terran Rogris hier überhaupt? Star Destroyer standing by. Wie komme ich bei dem auf Terran Rogris? Ist das das Artwork von dem, was für den benutzt worden ist? Ich weiß es nicht. Jäger und Bomber hier rein. Ich glaube, großartig viel mehr muss ich hier nicht reinholen. Da sind unsere Schilde gut genug. Du darfst gerne auf die Lancer gehen. Hier drauf. Und wir haben gewonnen. Perfekt. Zur Galaxis-Karte. Pause. Ich werde Terradoc hier aus der Flotte sogar rausnehmen, nach Harpes schicken. Oh, okay. Damit der als Administrator bei Harpes sein kann und da ein bisschen die Preise runterschraubt. Da sollten wir jetzt fliehen. Wäre nicht schlecht. Ah nein. Sollten wir nicht. Wir sollten so fliehen, weil das ist ein Interdiktor. Dann sollten wir die Flotte nach Lentilius nehmen. Oh, wir schaffen das zeitlich sonst nicht. Und er muss zurück nach Harpes, der Treuten. Und dann hier eine Einheit nach Relifon wieder rüber.
Bimisari. Oh, 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 oh. Und wir haben nur 60 Credits. Ich kann nicht mal sehen, wie viele Einheiten das sind. 3, 2. Die Hellfire-Droiden haben eine Reichweite, ne? Die haben eine Reichweite. Das Ding ist, Bimisari haben wir jetzt schon öfter verteidigt, aber halt die meiste Zeit gegen Hutten. Und das ein oder andere Mal war es knapp. Die Frage ist, wie knapp wird es hier jetzt? Beginnen wir die Schlacht bitte. Und sehen zu, was passiert. Toll, das gehört auch noch denen, das ist mies. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier greift die neue Republik hier an. Zwei von euch gehen hier runter. Damit ist es einigem. Oh nein, 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 nein. Das gefällt mir nicht. Ihr sollt hier bitte raufgehen und hier die Söldner euch holen. Das war schon die erste Flugeinheit, aber das ist in Ordnung, solange ich das sehe und die reparieren kann. Die Flugeinheit wird hoffentlich gleich vernichtet. Ihr kommt hier lang. Ihr lasst euch reparieren. Ihr dürft... Klar habt ihr dann Anti-Infanterieturm, warum auch nicht? Verschwendet euer Geld für sowas. Für so einen Quatsch. Euch geht's wieder besser. Oh, interessant. Ganz viele B1-Kampfdroiden und hat er sich repariert ein Stück? Ihr kommt jetzt hierhin bitte. Ihr kommt hier auch zurück. Ihr seid zu stark. Was ist das? Overclock Vehicle Weapon. Okay. Ihr sollt hier runterkommen. Irgendwelche. Wobei sind das B1 Kampfdroiden hier? Ja, nehmt euch die vor. Ist auch okay. Dann schicke ich die aber auch schon mal in Deckung. Flugeinheit fliegt da. Das scheint so, als wäre Corporate Sektor relativ gründlich und wird erstmal alles andere vernichten, bevor sie zum Hauptdings kommen, was ich durchaus verstehen kann und was in Bezug auf Bombardierung ziemlich smart ist. Das ist mehr als mies. Mehr als mies. Damit ist unser Antiflug. Oh mein Gott. Die haben alles stehen lassen. Alles, was wir haben, haben die stehen lassen. Okay, das ist nicht das, was ich erwartet hätte, aber ich nehme es gerne. Ich glaube, Bimisari werden wir verlieren. Das ist zu stark. Das ist zu stark. Was sehr schade ist. Ich meine, Bimisari bringt uns nicht viel Geld, aber es, ich glaube, Kentaris oder was auch immer es ist, wird durch Bimisari sicher gehalten. Vernichtet den, lasst den nicht fliehen. Danke. Kommt hier lang. Oh, die Hellfires werden relativ schnell vernichtet. Das ist super. Ich hoffe, dass die Anti-Flugeinheiten hier auch relativ schnell vernichtet werden. Mein äußerstes, oberstes Ziel ist es hier, die Sachen am Leben zu halten, meine... Nehmt die Hellfires, die sind zu stark. Gerade du. Danke. Die Hellfire... Wenn du nah genug rankommst, ist das Ding sofort vernichtet. Perfekt. Ah, Power Generator ist destroyed. Das bedeutet, dass wir vermutlich unseren Moff-Palast auf jeden Fall verlieren. Kampfdroiden sind nicht stark, wenn man sie einmal hat. Ihr müsst die Hellfire-Droiden vernichten. Boah, ich Auto-Reserve. Es ist jetzt sowieso alles vernichtet. Nicht gut. Kein gutes Ende für diese Folge, aber ich glaube, wir sind jetzt fast am Ende angelangt. Bimisari wollte ich nicht verlieren. Jetzt haben wir ein Problem bei Thanos, ist es, nicht Kentaris. Kentaris haben wir schon lange verloren. Aber es ist auch noch nicht das Ende von dieser Folge, denn wir haben noch zu viel zu tun, was ich sonst vergessen würde für nächste Folge. Zurück nach Harpes. Dass wir hier Lentilius sichern. Und das Problem ist, für jeden Planeten, den wir einnehmen, verlieren wir Planeten. Aber, wie gesagt, Bimisari war kein wichtiger Planet.
Ich hoffe wirklich, dass wir durch Harpes, Relifon, Tirifon, was auch immer, Cheruba, wirtschaftlich stärker werden und die Planeten einfach viel sicherer halten können. Das wäre so mein Traum. Wartet, das müssen wir uns hier ein bisschen besser angucken, da wieder vernichtet. Sieht das nicht schön aus? Das sieht sehr schön aus, würde ich sagen sogar. Und dann müssen wir jetzt noch ganz, ganz schnell gucken. Das mache ich jetzt noch, bevor wir diese Folge beenden. Hoffentlich greift uns niemand an. Komm schon. Unser Infrastructure Score ist noch 7. Wie habe ich mich hier vertan, dass der noch 7 ist? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, wir kriegen minus 11 dadurch. Nicht minus 22, ich habe das verdoppelt. Nein, man kann nur dann, wenn man einen baut, fällt einer weg, deswegen kriegt man dann plus 2. Ah, okay. Das ist gar nicht schlecht, dass wir jetzt nicht wirklich Probleme haben. Und Treuten ist scheinbar gar nicht derjenige, der uns hier administratormäßig... Ach, das ist Thurban. Der Administrator. Okay, da habe ich den falschen in die falsche Richtung geschickt. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat das ganz gefallen. Wenn es hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.